Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis Friedlingsdorf. Ich bin der Podcast-Host. Wir sind heute hier im schönen Evo Gym zusammen mit Lukas Müller, aka Motivation King. Wir haben eben schon eine Episode zum Thema Routinen aufgenommen. Video leider abgebrochen, aber der Sound ist drauf und ja, jetzt diese Folge wird auch auf jeden Fall mit vollem Videocontent dann aufgenommen werden. Ja. Apropos Routinen, ich muss mir jetzt mein Monster einverleiben, es wird ja gleich trainiert. Stimmt, genau. Du trainierst Push-Arme. Ich trainiere Push-Arme, okay, das ist gut, weil ich trainiere Pull, werde aber auf jeden Fall auch noch Arme mit. Ja, perfekt, dann können wir das zusammen gestalten. Ein paar Übungen miteinander verbinden. Wir sind ja heute hier im Evo Gym. Du bist zum ersten Mal hier. Ja. Welche Geräte sind dir ins Auge gefallen? Welche Geräte willst du ausprobieren? Ja, also ich werde so wie man das immer machen sollte, wenn man unterwegs ist und eigentlich einen strikten Plan hat, sich anschauen, welche Aufgabe ist mit der Übung, die ich dort geprogrammt habe, welche Aufgabe ist damit, soll damit erzielt werden, und die versuche ich dann natürlich hier genauso abzubilden. Also wenn ich jetzt ein Incline Movement habe, mit den Kadenzen, mit der Rep Range, dann versuche ich das jetzt zum Beispiel später an der Incline von Gym 80 umzusetzen. Mhm. Die ist ja auch konvergierend, zusammenführend. Also ich denke mal, dass die ziemlich gut kommen wird. Unten könnte ein bisschen breit werden, aber das teste ich auf jeden Fall mal. Ich habe an der noch nicht trainiert. Ja, und die restlichen Movements werden dann auch möglichst ähnlich gehalten zu meinem üblichen Programming. Ja, ich glaube, das ist die beste Herangehensweise, wenn man unterwegs ist, im Urlaub ist, in anderen Gyms trainiert, was ja durchaus vorkommen kann, wovon man sich aber auf keinen Fall aus seiner, ich sag mal, Routine rausbringen lassen sollte. Was ich da auch meinen Klienten immer empfehle, ist dann einfach, ne, wie du schon gesagt hast, die Bewegungsmuster mit einer äquivalenten Übung zu ersetzen, die halt ungefähr die gleiche Funktion und die ähnlichen Faseranteile der Muskulatur, die wir treffen wollen, trainieren. Und dann geht es eigentlich nur darum, die Anzahl der Sätze reinzubekommen, die man geplant hat mit den entsprechenden Reps in Reserve oder mit der relativen Intensität. Ja. Wie machst du das? Hältst du dich dann auch weiterhin an die Intensitätsvorgaben? Weil es ist ja ein bisschen schwieriger, die Intensität genauso akkurat zu treffen mit Kit oder Equipment, welches man noch nicht so oft verwendet hat, mit dem man noch nicht so warm geworden ist. Was ist da so deine Strategie, um halt trotzdem eben diese nötige Intensität eben zu bringen? Ja, was ich da ganz gerne mache, ist nochmal mehr Aufwärmsätze, um dann auch zum Beispiel, letztens in Berlin gewesen, da durfte ich auch schon die Pendulum Squat austesten und habe dann halt erstmal nachvollzogen, wo ist dort der Sticking Point, wie ist das Widerstandsprofil, um dann auch circa abzuschätzen, ab wann wird welche Intensität kommen circa. Und da mache ich auch ganz gerne so mit einem potenziellen Arbeitsgewicht dann nochmal so 1 bis 2 Wiederholungen. Also kein richtiger Aufwärmsatz, aber so ein Eingewöhnungssatz. Safe. Nochmal dazwischen zu schalten, um dann ein besseres Gefühl dazu zu bekommen. Ja, genau. Das mache ich genauso. Mache ich tatsächlich auch unabhängig davon, ob ich jetzt in anderen Gyms trainiere oder nicht. Jetzt wirklich mit dem kompletten Arbeitsgewicht? Ja. 90% meistens. Ja. Nochmal so ein Single oder ein Double vor dem ersten Arbeitssatz. Macht absolut Sinn. Das bringt das Nervensystem so richtig in Fahrt. Und dann ist es auch oftmals nicht so ein Schock, wenn man dann sein Arbeitsgewicht bei den ADLs raushebt oder bei den Kniebeugen. Deswegen, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Und ja, wie du gesagt hast, einfach mehr Aufwärmsätze machen, sich mehr Zeit geben, um in die Übung, in die Maschine dann eben reinzufinden. Genau, du hast dich jetzt hier schon mal so ein bisschen umgeschaut. Ne? Wir können ja auch von hier aus eigentlich fast alles sehen, außer der Beinstrecker, der da vorne rechts noch in der Ecke ist. Was fehlt dir noch? Willst du es wirklich hören? Ich will es unbedingt wissen, weil ich habe natürlich auch noch Equipment, was ich noch gerne hier hätte, was nicht da ist, wofür aber potenziell hier noch Platz wäre. Ja. Was fehlt dir hier im Evo Gym? Ja, also ich würde hier auf jeden Fall noch so kleine Diamanten so reinstellen, so eine schnelle Leg Press zum Beispiel. Mhm. Generell so Kit, was nicht mehr in der Produktion ist, aber wirklich von der Biomechanik her noch so richtige Top-Qualität hat. Also wo wirklich die Ingenieure dahinter sich genau in die Biomechanik des Athleten reinversetzt haben und auch Widerstandsprofile etc. Also diese alten Diamanten, wo viel von Schnell und Nautilus dabei ist,
Da würde ich auf jeden Fall so ein paar implementieren, als auch Prime Equipment. Also da ist bestimmt das ein oder andere bei Prime, was sinnvoll, sinnvoll ist. Ein Leg Extension mit verstellbarem Widerstandsprofil ist auch richtig, richtig gut. Und auch die Prime Attachments, das ist natürlich dann auch nochmal leichter zu besorgen und auch in jedes Gym zu integrieren. Genau, das wären jetzt mal so ganz grobe Punkte. Vor allem ist natürlich so das Nonplusultra, was es so auf dem Markt gibt. Die Sachen müssen ja alle aus der USA dann auch importiert werden. Ja. Aber die haben auch zum Beispiel sehr, sehr coole Griffe, die ich zum Beispiel auch habe. Ich habe jetzt nicht die Originalen von Prime, aber so Imitate, die machen natürlich auch das, was sie sollen. Da nutze ich zum Beispiel ja auch so ein verbesserten D-Handle im Prinzip zum Beispiel für die Cable-Pulldowns, der so ein bisschen ergonomischer für die Hand geformt ist und nicht überall gleich dick ist, sondern sich eben auch so ein bisschen an die Form der Hand eben anpasst. Und die haben wirklich sehr, sehr cooles Equipment. Das war auch so ein Punkt, den ich auf die Liste geschrieben habe, die ich dann auch hier weitergeleitet habe an die Verantwortlichen, die hier für das Equipment zuständig sind, dass wir zum Beispiel auch noch mehr Griffvariationen eben bräuchten oder ähnliches. Also gar nicht jetzt unbedingt Maschinen, sondern auch zum Beispiel Griffe für Latzug und Rudervarianten. Ich hätte zum Beispiel gern auch noch eine Adduktorenmaschine. Ja. Das fehlt mir persönlich. Kann man natürlich auch gut am Kabel trainieren, aber in der Maschine hat man halt einfach nochmal mehr Stabilität. Ich meine, die kann man sich natürlich holen, auch mit einer Schrägbank und sowas, dass du dich dann festhältst, aber ich glaube, diese absoluten Lasten, die man ja auf der Adduktormaschine bewegen kann, die kriegst du halt im Stehen nicht so gut hin. Und was ich auch noch so ein bisschen vermisse, ist so eine V-Station. Also im Prinzip zwei Kabeltürme, wo die Umlenkrollen näher beieinander positioniert sind, als jetzt zum Beispiel hier bei dem regulären Kabelturm. Da kann man, da eröffnen sich halt dann nochmal viele Möglichkeiten für Isolationsübungen, für die Schulter, für die Arme. Da kann man natürlich dann auch sehr, sehr spaßige und vor allem auch effektive bilaterale Übungen vor allen Dingen auch machen. Also absolut. Also WeStation ist eigentlich, wenn man sich mal so ein Gym zusammenstellen möchte, Home Gym etc., muss eine WeStation rein. Ja. Absolut. Crossover, Lateral Raises, Crossover Tricep Extensions. Ja. Vor allem auch, was mir persönlich sehr, sehr gut taugt, sind Crossover Overhead Extensions oder so Katana Extensions. Absolut. Die hat man ja früher immer nur so einseitig gemacht und jetzt mittlerweile sind die Leute darauf gekommen, okay, das kann man auch sehr gut bilateral ausführen. Bei mir war es tatsächlich andersrum. Ja. Ich habe erst bilateral gemacht und dann Single Arm. Ja. Da würde mich auch mal kurz interessieren, was ist so deine Präferenz zwischen bilateralen und unilateralen Übungen? Wie ist da so das Verhältnis? Was machst du lieber? Wo siehst du potenzielle Vor- und Nachteile? Also pauschal gesehen, bei bilateralen Übungen kann man prinzipiell immer mehr Stabilität kreieren, also meistens, weil man dann halt auch ausgewogen ist, weniger Core-Aktivität, weniger stabilisieren muss, man ist ausgeglichen und kann auch mehr absolute Lasten mit dem kompletten Körper induzieren. Bei den unilateralen Übungen ist natürlich die lokale Ermüdung teilweise besser. Man kann sich nochmal besser drauf fokussieren auf den jeweiligen Muskel und auch vielleicht die jeweiligen Seiten angleichen, besser angleichen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass die starke Seite sich der schwachen Seite unterordnet und auch mit den Reps in Reserve, das vernachlässigen viele. Die gehen dann mit der schwachen Seite all out, gehen dann aber mit der starken Seite auf eine Reps in Reserve 1 bis 2 und haben dann einen ganz anderen Stimulus. Und dann wächst dann vielleicht die stärkere Seite doch besser, weil da in Summe ein besseres Intensitätsverhältnis war in der Trainingsplanung. Also das muss man da auf jeden Fall auf dem Schirm haben und dann auch bei den Klienten dann dementsprechend über die Videoanalyse abchecken. Wenn man sich aber sehr gut stabilisieren kann, extern irgendwo festhalten kann, sonstiges, dann gerade was so Arm angeht, ist unilateral schon ziemlich gut. Mhm. Also da bin ich schon wirklich ein starker Fan von. Ja. Auf jeden Fall. Was mich persönlich bei unilateralen Übungen halt immer so stört, ist, dass es halt natürlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ja, gut. Ja. Gerade dann bei Übungen für die Arme, für die Schulter, wo man dann einige Sätze machen kann oder machen will, dann ist es natürlich ein deutlich größeres Zeitinvestment, wenn du jetzt sagst, hey, ich mache all diese Sätze eben unilateral. Mhm. Deswegen, was ich ganz oft mache, ist dann so zum Beispiel, wenn wir jetzt 5 Sätze Trizep in einer Session trainieren, dass man dann zum Beispiel 3 bilateral macht und dann noch 2 zum Beispiel unilateral. Das ist eigentlich ein gutes Verhältnis. Ne? Ja. Weil ich
hat auch schon mal einem Klienten 5 Sätze unilaterales Seitheben am Kabelzug gegeben. Und das ist natürlich oftmals dann ja sehr, sehr anspruchsvoll und auch sehr, sehr zehrend, weil man dann eben eigentlich 10 Sätze ne, fast schon macht, weil du jede Seite dann eben einzeln trainieren musst. Ich denke, das ist ein Punkt. Wie sieht es bei dir so bei Unterkörperlifts aus? Mhm. Hast du da gerne zum Beispiel lieber Split Squats oder bilaterale Kniebeugen im Prinzip? Also da muss ich sagen, dass ich persönlich nicht so gut mit unilateralen im Unterkörper zurechtkomme, unilateralen Übungen, habe aber bei den meisten Klienten sehr viel unilateralen Stuff auch mit drin. Bei mir persönlich, ich habe dann Probleme mit meinen Adduktoren, beziehungsweise kann ich nicht mehr dieses Volumen fahren, isoliert die Adduktoren zu trainieren. Ich habe gemerkt, dass es da so schon neuronal dann so Indifferenzen gibt. Und ich habe die Adduktoren aktuell 3-mal die Woche drin und in wirklich komplett verschiedenen Rep-Ranges, einmal 6-10 mit Kadenz, einmal 20-30 und dann nochmal ein Rest-Pause-Set. An 3 separaten Tagen sozusagen und wenn ich dann noch unilateralen Stuff dazu machen würde, wäre das nicht so produktiv. Also da bin ich dann doch eher auf dem bilateralen Schema und zwar so, ich würde sagen, 90% aktuell vom Unterkörper. Ja. Okay, sehr, sehr interessant. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Klar, ich denke, wir können jetzt hier in der Episode einfach mal so ein paar Trainings-Themen einfach mal durchgehen. Was ich mal bei Instagram gesehen hatte, ich glaube, ein Klient von dir hat ein Trainingsprogramming, was du geschrieben hast, gepostet. Und da wurde bei Übungen zwischen 2 Dingen unterschieden. Es gab einmal die Anweisung, dass der Fokus auf dem Mechanical Loading und einmal auf der Muscular Sensation liegen sollte. Tension on Target vielleicht. Oder wahrscheinlich. Oder also Tension on Target nutze ich sehr oft als Fokuspunkt. Mechanical Load und Metabolic Stress. Im Prinzip will man natürlich immer alles umsetzen, alles nutzen an Reiz. Also wenn ich jetzt das Gewicht von A nach B bewege, dann soll das natürlich immer mit Tension on Target passieren. Also eben mit der Zielmuskulatur von A nach B bewegt werden. Meinst du damit die Mind-Muscle-Connection, so dass man sich auf den Zielmuskel fokussiert? Genau. Dass man da also seine Kapazitäten, richtig. Seine Gedanken eben drauf lenkt? Ja. Und mit diesem Punkt in der Trainingsplanung setze ich einfach nochmal einen extra Fokuspunkt. Also es ist nicht so, dass die Übung an sich jetzt das Muskelgefühl besonders stimuliert oder sonstiges, sondern ich möchte, dass der Athlet in die Übung reingeht mit dem Fokus, okay, ich habe jetzt eine High Incline zum Beispiel, hier könnte der Front Delt sehr schnell eingreifen. Das heißt, ich möchte nicht, dass die Person sich jetzt auf den Mechanical Load konzentriert, möglichst viel bewegen, weil sich eben sehr schnell Trizeps, vordere Schulter einklingt, gerade bei einer Smith Machine eben auch der Trizeps. Und dementsprechend Tension on Target sagt vorher, okay, wir wollen den obersten klavikularen Part erwischen von der Brustmuskulatur. Schau, dass du die Stange auf dem Weg nach oben komplett stauchst. Der Load ist absolut irrelevant erstmal. Kompletter Fokus auf Tension on Target mit der Kadenz. Schlüsselbeine sollen wirklich komplett on fire sein nachher. Sehr, sehr interessant. Wie stark differenziert das dann wirklich die Übung oder wie stark unterscheidet sich das? Wovon ist das abhängig, wie stark du jetzt den Fokus bei einer Übung eben auf Tension on Target oder dann eben das Mechanical Loading legst? Kommen verschiedene Punkte mit rein. Also ich muss auch wissen, mit wem ich arbeite. Also wie sauber trainiert der Klient generell, wie gut kann er generell ansteuern, wie ist das Bewegungsprofil generell bei der Übung und kann dann den Fokuspunkt nochmal anders setzen. Jetzt mal von diesen individuellen Faktoren abgesehen, anatomisch etc., vom Mindset her, davon mal abgesehen, wenn das jetzt eine Übung ist, die primär die komplette hintere Kette zum Beispiel überladen soll, wie zum Beispiel bei einem ADL oder bei einem Stiff Leg Deadlift, dann kommt da nicht Tension on Target rein, sondern ganz klar Mechanical Load. Konzentriere dich darauf, mit sauberer Technik möglichst viel Load von A nach B zu bewegen. Wenn es aber, wie eben beschrieben, eben eine Multigelenksübung ist, wo sich andere Muskulaturen stark einklinken können. Ich möchte aber den Load doch sehr stark eben auf dieser
auf diesem Punkt haben, wie bei einem, bei einer High Incline Press, wo man eigentlich primär auch mit den Front Delts drücken kann. Da lenke ich dann aber mit Tension on Target genau auf die Zielmuskulatur, diesen Punkt. Bei Metabolic Stress als Fokuspunkt, ganz klar, wird vorher definiert, pass auf, das Ziel ist, in High Reps komplett ans Muskelversagen zu gehen, maximal ans Muskelversagen zu gehen. Und stell dich darauf ein, dass dein Fokus ab Mitte des Satzes shiften wird. Du musst den aber dann wieder einfangen und gegen Ende abliefern. Und ab der 10. Rep vor Muskelversagen werden deine Quads so brennen, dass du eigentlich schon aufhören möchtest. Und dann machst du aber 15. Mit diesem Fokuspunkt bringe ich dann nochmal diese Aufgabe in die Übung rein, in wie ich sie geprogrammt habe, weil ich möchte ja nicht nur, dass die Leg Extensions mit sauberer Technik ausgeführt werden, nah ans Muskelversagen ausgeführt werden, sondern wie, in welchem Kontext. Mhm. Genau. Sehr, sehr interessant. Ich habe es ganz gern, gerade bei Athleten, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Trainingserfahrung haben, dass man da erstmal generell einfach so eine Technik-Baseline eben setzt. Und ich glaube, dass man dann nochmal den Fokus auf eben diese drei verschiedenen Bereiche liegt. Das ist dann so das Add-on, was man dann noch eben dazu packen kann, wenn halt eben dieses Fundament gegeben ist. Absolut, das Fundament, das muss ganz klar gegeben sein, ja. Ja. Aber man kann auch damit schon so eine Tendenz im Fundament vorgeben, ja. Und dann halt das immer mehr thematisieren von Check-in zu Check-in über Monate hinweg. Das ist auch ein Punkt, der bei fortgeschrittenen Athleten natürlich sofort nachvollzogen werden kann, aber eben ein Punkt, wo dann Coach und Klient auch sich immer wieder gegenseitig kontrollieren, okay, wird das denn auch noch so umgesetzt? Oder war jetzt zum Beispiel in der Prep bei der High Incline Under Smith Machine, normalerweise wäre da ein Load Drop drin gewesen, einfach weil die Energie runtergegangen ist, weniger Glykogen etc., weniger Kraft, weniger Output vorhanden ist. Der Klient hat aber kompensiert, indem er wesentlich mehr Front Delts mit reingeholt hat oder mehr Trizeps mit reingeholt hat in die Bewegung. Weniger Tension on Target dann. Genau, weniger Tension on Target. Das heißt, der Programming-Kontext hat sich geändert. Mehr Overlap-Volume bei der vorderen Schulter beim Trizeps und wahrscheinlich dieselbe Last auf den auf der oberen Brust, weil man ja All-Out geht, je nachdem, ne? Und das ist dann halt ein Tool, um immer wieder sich darauf zu berufen, okay, das ist hier der Programming-Kontext und so wollen wir das ausführen. Mhm. Cool. Was gibt es noch für Trainingsthemen? Gerade ist ja in aller Munde Faserverläufe. Und, ja, stimmt. Und Widerstandsprofile ist so langsam wieder am Abebben. Ja, das haben wir, denke ich, mittlerweile so ein bisschen durch. Ja. Was ist noch ganz interessant ist, ist eben das, die Ausrichtung der Muskelfasern und wie wir diese optimalerweise dann auch trainieren. Denkst du, dass man eine Übung immer so auslegen sollte, dass man die Fasern möglichst in deren Faserrichtung kontrahiert? Also teilweise. Es kommt auch wieder auf den Kontext an. Also man muss auch dazu sagen, dass jetzt die Rear Delts zum Beispiel als Beispiel, wenn man da jetzt eine Isolationsvariante, eine Rear Delt Fly Variante programmt, muss man schon sich eingestehen, dass egal wie man den Arm zurückführt, es ist schon immer ein Faserverlauf, also es ist automatisch eine Kontraktion im Faserverlauf. Mhm. Die Frage ist nur, welche Range of Motion kann ich dort vollziehen? Wenn ich jetzt leicht schräg nach oben gehe, kann ich vielleicht eine höhere Range of Motion vollziehen, als wenn ich jetzt gerade so rumgehe. Was ich da auch sehr interessant finde, wenn man sich die Faserverläufe anschaut, was machen andere Strukturen, die vielleicht stabilisiert werden müssen und eher sekundär mitlaufen sollten und da ganz klar der Wischer abzielen auf die Scapula. Also gerade bei Laterals, Lateral-Varianten oder da können wir auch gleich gerne in dem Video mal drauf eingehen, eine neue Lateral-Variante, die ich gerade am Testen bin und auch eine Rear-Delt-Variante. Wie schaffe ich es eben, dass die Scapula in gewissen Bereichen eher fixiert bleibt? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den Druck beim Rear Delt Fly, den Hauptdruck eher in der vorderen Position, dass das von dieser Seite her kommt, wäre jetzt bei einem Rear Delt Fly mit Dumbbells eher weniger.
In diesem Zustand ist aber meine Scapula komplett fixiert. Das wird gleich bestimmt in dem Übungsvideo, wenn ihr euch das noch reinzieht, bestimmt besser nachvollziehbar sein. Was aber da eben wichtig ist bei den Faserverläufen, wie positioniere ich mich auch mit dem Körper zu der jeweiligen Übung, zum Kabel etc. Das wird da oft vernachlässigt. Definitiv. Was sehr wichtig ist. Und was auch noch so ein Punkt ist, ist, dass auch gewisse Faserverläufe individuell sind. Nicht, guter Punkt, ja. Nicht alle Fasern, zum Beispiel von der Brustmuskulatur, verlaufen gleich. Viele haben die klavikularen Fasern, die sehr, sehr steil, schräg hoch zum Schlüsselbein verlaufen. Hingegen bei anderen sind die oberen Fasern eher so ein bisschen horizontaler ausgerichtet und dementsprechend ergeben sich auch unterschiedliche Übungen bzw. Bewegungspfade des Oberarms, um dann halt eben diese Fasern dann noch besser eben treffen zu können. Das sieht man halt oftmals einfach erst, wenn man halt entsprechend lean ist, ja, stimmt, ne? Und eine Form auf die Bühne bringt wie du, dann sieht man sehr, sehr schön, wie dann die Latverläufe, die Latfasern verlaufen. Ja, es gibt natürlich super viele Anatomiebilder auf Google und so weiter, die aber, wenn man sich das mal genau anschaut, auch immer so ein bisschen unterschiedlich sind. Also das ist sehr, sehr interessant und dementsprechend kann man vielleicht auch gar nicht immer zu 100% sagen, dass jetzt die Fasern von jeder Mann, jeder Frau eben genau so verlaufen. Ja. Meinst du, man sollte sich dann auch irgendwo dann trotzdem einfach wieder so ein bisschen auf das Feeling fokussieren. Wollte ich gerade noch ansprechen, ja. Wo kriegt man die beste Kontraktion, genau, das beste Muskelgefühl, genau, den besten Pump, die beste Soreness eventuell, genau, auch? Ja, da mache ich das wirklich ganz gerne. Wenn man eben, was du eben beschrieben hast, nicht diesen Zustand hat, wo man dann anatomisch sofort sehen kann, wie sind die Faserverläufe, frage ich sehr oft bei den Klienten, wo, in welcher Position spürst du die Übung ziemlich gut? Spürst du es dehnungsdominant, spürst du es kontraktionsdominant etc.? Und dann weiß man auch schon ganz gut, wie die Ausrichtung da potenziell ist in Bezug auf den Faserverlauf. Mhm. Und dann natürlich das Feedback im Nachhinein, also in Bezug auf die Soreness und dann länger geschalteter Stimulus. Also das ist auf jeden Fall, was man dann auch auf dem Schirm haben sollte, wenn jetzt irgendwo bei einer Schwachstelle zum Beispiel der Progress nicht so ist, wie man sich das vorstellt, kann man das definitiv in Betracht ziehen, da nochmal ein bisschen in die Ursachenforschung reinzugehen. Mhm. Ja. Sehr, sehr interessant. Wir werden gleich trainieren und werden dann sicherlich auch das ein oder andere YouTube-Video dann noch hochladen. Das könnt ihr euch dann auf meinem oder je nachdem Lukas-Kanal, wissen wir noch nicht ganz genau, dann auch anschauen und da können wir das Ganze dann auch praktisch, denke ich, nochmal, genau, ein bisschen besser darstellen und kommunizieren. Wir haben jetzt über bilaterale versus unilaterale Übungen gesprochen, über Mechanical Loading versus Metabolic Stress, Tension on Target. Genau. Als Fokuspunkte. Und über die Faserverläufe, Lukas, hast du noch ein Thema, was dir gerade im Kopf rumschwirrt, was du für sehr, sehr relevant hältst eventuell? Lass mich da mal kurz überlegen. Ja, das knüpft da tatsächlich an die Punkte mit Mechanical Load, Tension on Target und Metabolic Stress, dass man sich nochmal stärker darauf bezieht, mit welchem Anspruch man in die jeweilige Übung reingeht. Mhm. Also gerade dann auch dort auf die To-Dos nochmal sich beruft, die man vielleicht durch einen Reflexionsprozess durch den Coach herausgearbeitet hat, dass man dann genau auch mit diesem Anspruch in die Übung reingeht. Mhm. Also mal komplett Programming außen vor gelassen, eben darauf zu konzentrieren, dass die Übung, die jetzt gerade davor ist, da die maximale Qualität rauszuziehen, damit man die überhaupt über Zyklen verifizieren kann, ob die sich bewährt oder nicht. Mhm. Also nicht zu früh in so ein Shiny Object Syndrome überzugehen. Also die andere Übung ist jetzt unbedingt das Bessere, weil ich da Faserverlauf XY besser treffen kann, weißt du noch gar nicht. Für diese Übung erstmal komplett qualitativ hochwertig aus. Vertraue dort auf einen Erfahrungsschatz von einer Person, die wirklich mehrere Individuen in verschiedenen Kontexten schon dafür gesorgt hat, dass das Potenzial ausgeschöpft wird oder nie komplett ausgeschöpft, aber dahin geht. Vertraue erstmal darauf und dann verifiziere es gemeinsam durch einen Feedback-Loop. Und das ist so ein Punkt, der sehr wichtig ist und oft vernachlässigt wird. Ja, ich glaube gerade heutzutage mit dem Informationsüberfluss, den wir haben, was natürlich auf der einen Seite cool ist, hey, Fitness, Bodybuilding blüht, glaube ich, gerade auf. Die Szene entwickelt sich weiter, gerade eben auch durch die ganzen Konversationen um so diese
kleinen Details wie Widerstandsprofile, Kraftprofile, Faserverläufe und so weiter entwickelt sich das Ganze natürlich immer weiter. Ich glaube, vor ein paar Jahren war das Ganze noch überhaupt nicht im Gespräch und auf einmal macht sich jeder Trainierende darüber Gedanken, was auf der einen Seite natürlich super ist, was aber auch natürlich auch so zu Verwirrung führen kann und eben auch einfach zu einem Überfluss an Eindrücken und Informationen und dann eben auch dazu führt, dass dann so eine Beständigkeit oftmals nicht gegeben ist, weil man halt immer denkt, hey, das Gras könnte mit der Übung grüner sein, was es dann oftmals nicht ist. Ja. Und ich glaube, da ist es dann oftmals auch sehr, sehr hilfreich, einfach einen Coach zu haben oder jemanden zu haben, der einem die Vorgaben gibt, mit dem man sich eben austauscht, diese Feedback-Loops generiert und ja einfach rational an die Sache rangeht und sich nicht zu sehr eben von den ganzen Eindrücken, die man auf Social Media einfängt, sich dann vom Weg vielleicht auch mal abbringen zu lassen. Ja, also so schön die ganzen Info-Reels sind, sie sind auch gut, definitiv weiter konsumieren, aber richtig einordnen. Und ich bin eigentlich die meiste Zeit wirklich so wie so ein Bullshit-Filter, wo ich den Athleten abschirme und dafür sorge, dass er genau das, was für ihn das Richtige ist, durchführt, lange genug durchführt. Und das ist auch ein ganz gutes Gefühl dann für die jeweilige Person, weil dann einfach dieser Druck raus ist, jetzt nochmal was zu optimieren. Und dabei kommt dann eigentlich die eigentliche Optimierung mit diesen ganz kleinen Anpassungen. Ja. Safe. Lukas, nice. Hammer. Zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Playlist. Eben musst du schon kurz nachdenken. Jetzt musst du, glaube ich, noch mal einen aus der Trickkiste ziehen. Ja, mir fällt einer ein. Okay. Und zwar von Vivaldi. Aber der Track, das ist, geht auf die Playlist, ne? Ja, klar. Okay. Ich weiß nicht, ob ich Frühling oder Sommer drauf packe. Werden wir gleich hier im Gym, denke ich mal, noch aufdrehen einmal und dann kommt er drauf. Wird auf jeden Fall komplett konträr sein zu dem, was bisher drauf ist, glaube ich. Ich bin gespannt. Aber Vivaldi sagt dir was. Ja? Ja, ja, gut. Das ist Komponist, oder? Ja, ja, genau, ja. Ja. Feudale Motivation ist das. Sehr geil. Alright, bei dir? Gott. Wiegst du mich jetzt auch auf dem, auf dem falschen Fuß? Ich nehme von BHZ Powerweight oder Iron Miles ist, glaube ich, der Interpret. Ja, kenne ich nicht. Ja, so ein Hip-Hop, neuer Track. Ja, ja. Ist so ein Sample von Kids von MGMT. Kids kennst du bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Diese Melodie kennt man. Und die ist so in dem Track integriert und nice, ich bin gespannt. Ist ein cooler Remix oder coole Auffrischung von diesem alten Track. Ich feiere das immer, wenn man so alte Tracks nimmt und die dann nochmal so ein bisschen neu aufbereitet. Ja, ja. Wenn es gut ist, dann dann scheppert das gut. Ja. Ich und Lukas werden jetzt hier trainieren. Checkt unsere YouTube-Kanäle ab, da wird sicherlich dann noch was online kommen. Wir genehmigen uns jetzt eine schöne Einheit hier im Evo Gym. Mit dem Code HYPER könnt ihr den Podcast unterstützen und 10% auf das gesamte Sortiment von Evo Sports Hügel sparen. Wir sind jetzt wieder gerestockt. Wir haben viele neue Produkte am Start. Und ja, dementsprechend könnt ihr evosportsfuel.de abchecken. Lukas, vielen Dank, dass du hier warst oder hier bist immer noch. Freue mich gleich aufs Training. Danke fürs Zuhören bzw. Zuschauen für alle, die bei YouTube eingeschaltet haben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.